Ja, hallo und herzlich willkommen bei Pottananda zu einem ganz besonderen touristischen Leckerbissen. Wir sind hier am Baldener See und was kann Schöneres geben? Was aus den 30er Jahren als Fährbetrieb für Zechenarbeiter sich entwickelte, ist heute eines der größten Fährgesellschaften in der Personenschifffahrt. Genau, ihr habt es gehört, heute machen wir eine Seerundfahrt auf dem Baldener See. Also, auf geht's! Sitzen wir schon ganz gemütlich auf der Stadt Essen. Passender kann es gar nicht sein. Bei der Weißen Flotte Baldenei. Ich bin super aufgeregt. Hinter mir kommt schon Schwesterschiff. Und dann machen wir eine Seerundfahrt. Das Ganze wird ungefähr 2 Stunden dauern. Und es gibt so einige An- und Ablegemanöver. Also ganz maritim mitten hier im Essener Süden. Viel Spaß. Die Weiße Flotte. Vom traditionellen Fährbetrieb zur innovativen Flotte. Dank neuer Ideen und attraktiven Angeboten. Maritimes Ruhrgebiet zwischen Rhein-Herne-Kanal und Ruhr. Die Weiße Flotte ist mit der MS Westenergie, Heisingen, Baldenei, MS Stadt Essen und MS Kettwig die größte Reederei der Region. Vom Fährverkehr zum öffentlichen Nahverkehr bis hin zur Freizeitattraktion. Ob Seerundfahrt, 5 Schleusenfahrten, zum Rhein-Herne-Kanal oder Event- und Party-Location für Tagung, Hochzeit, Geburtstag oder Unternehmensfeier. Gönnt euch euer eigenes Schiff. Maritime Momente in Essen mit der Weißen Flotte. Also mitten auf der Stadt Essen, der Weißen Flotte Baldenei. Und natürlich, es schüttet wie aus Kübeln, blitzt und donnert draußen, macht alles nichts. Hier ist gemütlich, natürlich gehen alle runter vom Oberdeck rein in den Bauch des Schiffes. Ja, und lassen es sich hier gut gehen. Dementsprechend voll und warm ist das hier auch und auch ein kleines bisschen laut. Aber wir genießen es gerade sehr und lassen uns kreuz und quer über den Baldener See schippern. Langsam dem Ende dieser ganz wunderbaren Rundfahrt und passieren jetzt das Stauwehr. Und dann sind wir natürlich auch schon wieder. Muss man einfach hinhören. Und dann sind wir auch schon wieder am Regattaturm. Also eine nette Runde, 2 Stunden Zeit, jede Menge Eindrücke, ganz, ganz toll. Genau, eine Besonderheit des Stauwehrs ist natürlich die Fischtreppe, der Fischlift. So, der letzte Turn vor dem Wehr und dann sind wir auch schon wieder an der Regattatreppe. Also die Tour kann ich echt nur empfehlen. Das macht richtig Bock. Und schau doch gerne mal auf die Schleusentour der Weißen Flotte Baldenei. Für mich auf jeden Fall ein ganz besonderer Tipp, wo ich ganz bestimmt auch wieder dabei sein werde.